Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. Ich habe gerade nochmal gespeichert. Ja, wir spielen übrigens Miku. Nicht Rei, sondern wieder Miku. Und mit ihr sind wir in der Himuro-Villa und müssen erstmal schauen, wie es ja... Huh? Was? Warum? Ach, sieh mal, sie hat dieselben Filme wahrscheinlich wie auch Rei hat. Na gut zu wissen. So, dann gehen wir noch mal zurück. Wenn das kleine Mädchen uns da hinweist, dann wollen wir ihr mal vertrauen, glaube ich. Oder nicht? Ja, das wollen wir. Oh, dieser Seilgang, Leute. Oh. Oh. Hab ich dich. Und? 1000 Punkte. Na gut. Fängt das hier schon an? Ihr habt mir schon Tipps gegeben, dass ich doch hier schon einen bestimmten Geist erwischen muss, um später die Lebensenergieanzeige für die Geister zu bekommen. Weil das finde ich doch sehr nützlich, sage ich mal. Nicht unbedingt essentiell, aber nützlich. Oh Gott, da ist schon wieder was. Mein Sucher schlägt aber nichts aus. Oh Gott, das ist ja riesig. Ach, das... Ach, sieh mal, das ist die Villa. Also da, wo ich jetzt auch mit Rei unterwegs war, jetzt bin ich ja doch hier. Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen, dass die beiden Häuser zusammenkommen irgendwie. Das wundert mich jetzt echt. Mädchen. Aber sie scheint nett zu sein, sonst hätte sie mich schon angegriffen, denke ich. Ich gehe immer nach. Treu doof. Nicht, dass die mich reinlegen will. Ohoho. Da liegt was. Da liegt was. Komme ich da durch? Nee. Ah, da liegt noch was. Sag mal, das ist ja super. Was ich hier nicht alles finde. Kräutermedizin, sehr schön. Warte mal, das muss ich jetzt überprüfen. Habe ich dieselben... Tatsächlich. Nee, habe ich nicht. Ich habe das heilige Wasser nicht. Ich habe mit Rei schon zweimal heiliges Wasser gefunden, aber mit Miku habe ich... Na egal. Ich dachte, die teilen sich auch die Gegenstände, wenn sie schon die Filme irgendwie zu teilen scheinen. Wie komme ich denn hier rein? Ist ja alles zu. Hallo? Komme ich da überhaupt rein? Scheinbar nicht, da wird es dicht sein, oder? Ne, schaut mal, hier komme ich nicht durch. Auch sowas liebe ich, ja. Sie ist fest verschlossen. Ja, das ist die, die hoch in den Saal mit Tatami führt. Scheint nicht zu gehen. Oh, das ist so ärgerlich. Ich muss da immer später dran denken, dass ich das nicht vergesse einzusammeln. Oh, da war was Rotes, habt ihr gesehen. Hier, da ist das Mädchen wieder. Nein, ich war zu langsam. Ach, verdammt. Das ist unfair. Ich habe nicht gewusst, dass sie in der Richtung steht. Wenn es mir das jetzt schon versaut hat, dann bin ich ein bisschen böse, muss ich sagen. Was mit der Lebensenergie? Save the two. Das ist doch der Schrein, an dem ich im Garten war. Das ist total wir vom Aufbau her. Wir als... Ja. Tag. War das Mikus Traum? Aber wieso? Miku hat offenbar auch denselben Traum. Ja, warum? Das wundert mich jetzt wirklich, Leute. Achso, nein, ich will nicht speichern. Nein. Nein. Danke. Ich dachte, ich kann mir die Filme rausnehmen, aber die habe ich ja wohl schon. Okay, das ist jetzt überaus beunruhigend, dass ich Mikus Traum gesehen habe. Das Seilhaus. Das Haus in Mikus Traum ist anders als das, welches ich sehe. In den Gängen hingen Seile, der Blutaltar, die zerrissene Frau. Miku erinnert sich an diese Dinge. Ist der Ort mit Miku und den Erinnerungen ihres Bruders verbunden? Ach so, dann spielte das doch vorher, weil wenn Miku das schon kannte... Naja. Miku Hinasaki. Das Mädchen, meine Assistentin. Im Traum wandert sie auch im Haus. Sie sucht nach Mafuyu, ihrem Bruder. Sie war immer so fröhlich und stark. Was ist passiert in der Vergangenheit? Ist sie noch immer verletzt? So wie ich? Das habe ich, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Bitte um Hilfe. Das Mädchen, das Miku zurückrief, als er den Traum verlassen wollte. Dein Bruder ist hier, sagte sie mit trauriger Stimme. Miku war durch das Gehörte sprachlos. Ist da noch mehr? Nö, das haben wir schon gelesen. Ach,
liebes bisschen. Nee, 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 nee. Als hätte... Oh, Kätzchen. Ah, oh, dieses Krisseln wieder, seht ihr? Was ist los, Kätzchen? Okay, ich gehe erstmal in Hughes Zimmer. Du willst mich doch wieder auf irgendwas hinweisen. Oder sie will... Na gut. Ist eigentlich Quatsch. Ich denke mal eher, sie will zu Miku und von ihr wieder geknuddelt werden. Scheinbar ist sie so die Bezugsperson von ihr, von der Katze. Ich weiß gar nicht, wie die Katze heißt. Ich kann ihr einen Namen geben. Oder ihr könnt ihr einen Namen geben, wenn ihr möchtet. Dann werde ich sie in Zukunft so anreden. Ja, das machen wir so. Hughes Kleidung hängt noch immer im Schrank. Ja. Auf dem Bücherregal ist Hughes Sammlung von Volkskunde, Philosophie und Anthropologie Büchern angeordnet. Dadalala. Ein Buch mit einem Protektor, der dem, der im Haus fotografiert wurde, ähnelt. Ich sag immer Protektor. Projektor, bitte. Ah. Das abgebildete Gerät... Achso, die Geisterwelt. Das abgebildete Gerät stammt von Kunihiko Asu. Er benutzte es, um die Existenz von und Kommunikation mit der Geisterwelt zu belegen. Als genialer Forscher und Philosoph machte er sich die westliche Kultur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu eigen und verband neue Technik mit seiner Theorie der Geisterwelt, um deren Existenz zu beweisen. Manche seiner Geräte sollen eine unglaubliche Erscheinung der Geisterwelt festhalten. Nach seinem Tod wurden seine Geräte jedoch eine Mode unter Dilettanten. Sie wurden über das Land verstreut. Eines davon ist der Projektor. Projektor. Genau. Mit dem Ende der Experimentalphase der Kamera Obscura, eine Kamera, die Bilder der anderen Welt macht, siehe oben, entwarf er einen Schirm, auf dem diese Bilder zu sehen waren. In den Schriften ist von Bildern die Rede, die nicht fotografierbar sind, wenn sie projiziert werden. Der Projektor. Ah! Kann ich jetzt etwa diesen Film dann, den ich noch nicht habe, sehen? Oder weiß ich jetzt zumindest, dass ich da was sehen kann? Gut, da muss ich nicht weiter suchen. Ja, ich lese das gleich. Ich will gar noch gucken, ob hier noch was ist. Auf dem alten Regal sind einige Maschinenteile. Einige alte Maschinenteile, ja. Gut, dann will ich mir das doch mal ganz kurz anschauen. Oh, ich habe mittlerweile richtig viel Infos zusammen, oder? Kunihiko Asu, ein Gelehrter des Okkulten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seine Forschung, die mystische Wissenschaft, versuchte mit neuer Westtechnologie alten japanischen Volksglauben und Traditionen über die andere Welt zu belegen. Nachdem seine Kamera Obscura Bilder von der anderen Welt machen konnte, entwarf er einen Projektor mit gleicher Technik. So konnte er übernatürliche auf Film aufgenommene Bilder abspielen, die nicht mit normaler Ausrüstung sichtbar waren. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Der Projektor. Der alte Projektor aus dem Haus in meinem Traum. Er wurde von Kunihiko Asu entwickelt, der im zweiten... Das ist ja immer dasselbe. Mit der Technologie der Kamera Obscura zeigte er von einer anderen Ebene übernatürliche Bilder, die man mit normaler Ausrüstung nicht sehen kann. Ja, das ist alles immer so doppelt gemoppelt und dreifach wiederholt. Ich weiß ja nicht. Wenn mir das auffällt in Zukunft, lasse ich es einfach aus. Und da krisselt's schon wieder. Hört doch mal auf zu krisseln. Miku? Ist sie da? Ach, sie liegt... Nee, sie sitzt auf dem Bett. Miku? Ray, I'm sorry. I don't feel so well. I couldn't sleep. Na gut. Sie hatte doch ihren Traum, oder? Kann ich vielleicht das Tagebuch nochmal? Ist aber nicht nett. Gut. Kann ich ihr nicht... Achso, ich gehe erstmal... Die Fotos habe ich ja schon entwickelt im letzten Part, oder? Soweit ich mich jetzt erinnern kann. Es ist ein bisschen... Wo ist denn das Kätzchen? Ich hätte Kätzchen gleich reinlassen sollen. Wie gesagt, denkt daran. Gebt ihr gerne einen Namen. Wenn er mir gefällt. Was ist das denn? Guck mal, da steht was. Hinter dem Vorhang. Habt ihr gesehen? Habt ihr es gesehen? Da, Füße. Guck mal. Hier. Der Lagerraum unter der Treppe ist voll mit alten Zeitungen und Zeitschriften. Und da steht was hinter. Da liegt ein Brief auf dem Küchentresen. Er ist sicherlich von Kay. Miku hat ihn wohl reingebracht und ihr hingelegt. Schon wieder? Sag mal, wie viel schreibt die denn? Die ist, glaube ich, echt ein bisschen verliebt gewesen in Yu. Lieber Yu, hast du die drei Bänder, die ich dir schickte, angehört? Höre sie dir bitte an, bevor du weiterliest. Pfeif drauf. Du wirst es nicht glauben, aber ich träumte vom Haus des Schlafes. Erst dachte ich, ich würde zu viel an das Haus denken, aber seitdem ich diese Bänder von Mio hörte, habe ich dieselben Symptome. Im Haus bin ich in einem schneebedeckten Haus. Hä? Hatte ich nochmal zurück? Hat er jetzt wirklich in einem Haus... Egal. Ich kann mich nicht gut erinnern, aber es ähnelt dem Haus,
aus dem ich die Kamera Obscura habe. Das Haus lässt mich schaudern. Wie bei den Aussagen. Der Unterschied ist, ich folgte Mio in das Haus und Mio war nicht tot. Wenn die Legende vom Haus des Schlafes wahr ist und ich Mio aus ihrem Traum wecken kann, kann ich sie vielleicht retten. Seltsam, aber ich komme der Wahrheit näher. Viele Grüße, Kei Amakura. Was? Drei Kassetten? Sind sie vielleicht irgendwo in Yus Zimmer? Oh Mann, das ist ja... Ach, das kann ich fotografieren. Nee, kann ich nicht. Jetzt ist es weg. Warum habe ich denn die Kamera jetzt dabei? Das ist mir das erste Mal gar nicht aufgefallen, dass ich hier fotografieren kann. Och Mist, hätte ich das eher gewusst. Dann kann ich vielleicht auch dieses Krisseln jetzt hier irgendwie einfangen. Warte mal, wenn es wieder kommt. Schade. Och Mann, das ist ja bescheuert. Warte mal, irgendwo in dem Zimmer muss doch... Nein. Die Rollen, ist das hier? Nein. Im Schrank? Dann hier. Hier muss es sein. Na, ich kann's nicht. Warum? Da muss es auf dem Schreibtisch sein, die letzte Möglichkeit, oder? Achso, in der Schreibtischschublade ist ein dicker Umschlag. Er ist von Kei Amakura. Vielleicht ist das Band aus dem Brief. Ist es das Band? Ja. Lieber Yu, schon wieder, sag mal, wie viel schreibt die ihm denn? Ich habe ein Band zu der Legende über das Haus des Schlafes von einer Person im Krankenhaus. Ah, okay. Ein Psychiater hat einen Patienten aufgezeichnet. Es rauscht sehr, da es Grammophonaufzeichnungen sind. Aber der Inhalt ist fantastisch. Ich denke, es wird dich interessieren, obwohl es nicht um Anthropologie geht. Könntest du versuchen, ähnliche Legenden oder vermissten Fälle zu finden, wenn das nicht allzu viel ist? Viele Grüße, Kei Amakura. Ah, die Totenbandkassette im Umschlag. Gut, ach. Ich bin ganz vergesslich. Ich habe das erste auch noch nicht gehört, was ich bekommen habe. Wisst ihr noch? Das Tape A? Das werde ich mir auch gleich noch mit anhören. Aber ich habe es ja ganz vergessen, weil danach kam direkt Mikus Band. Oder Mikus Traum, eher gesagt. Ach komm, ich lass dich rein, Kätzchen. Jetzt darfst du. Oh, Katze. Niedliche Katze. Guck mal, da ist die Kätzchen. Miku? Oh, Ray. Mir geht es heute nicht so gut. Ja. Ach so. Ich hatte nur einen seltsamen Traum, sonst nichts. Bitte, mach dir keine Sorgen. Übrigens kam heute Morgen ein Brief für dich an. Er liegt in der Küche. Danke, ruh dich jetzt etwas aus. Und dann ist da... ein Foto von Kei. Ist das jetzt doch ein Kerl? Ich bin verwirrt, Leute. Kei Amakura, ist er das nicht? Woher hast du das Foto? Als ich gestern die Alben meines Bruders durchsah. Mein Bruder arbeitete einige Zeit lang im gleichen Redaktionsteam wie Yu. Ich hoffte, ein Foto von ihm aus diesen Tagen zu finden. Ich verstehe, danke. Auf der Rückseite des Fotos steht Kei Amakura, aktuelles Foto des Autoren. War nicht in einem Brief die Rede von sie, als es um Kei ging? Und nicht er? Ich verstehe. Ich bin total verwirrt, Leute, ich sag's euch. Ich glaube, die wissen, oder die wussten bei der Übersetzung selber nicht, wer jetzt Männlein und Weiblein ist. Wir hören uns erstmal A an. Ja, Hause des Schlafes. Ja, bitte. In my dream I saw my mother in that manner. Inside there was an old shrine. It was cold. Snow was falling. I could hear a song. There were so many people going into the shrine. It was like a funeral procession. I could smell incense burning. Everyone was hiding their faces. My mother was among them. No matter how many times I called her, she kept going further and further. Before the door shut, it was like I was going to be left all alone. I saw it every day. I went in just a little bit. If I went any further, I wouldn't be able to come back. But I thought I could meet my mother in there. Was waren das für Stimmen, die da immer durchgekommen sind? Habt ihr das gehört? Diese männliche und weibliche Stimme.
Irgendwie unheimlich. Wir hören mal Seite B. Ja. Oh Gott, Leute. Das erinnert mich wieder an die ganzen alten Teile von wegen It hurts, it hurts. Ich glaube, das ist einer dieser Geister vielleicht sogar gewesen aus der Himuro-Villa, oder? Das wissen wir leider nicht. Ich würde sagen, ich höre mir noch den Bericht über die Personen im übergleichen Traum an. How many times do I have to explain it? It was a manor, and it was snowing. There was blood. Lots of people lay collapsed all over. In the hallway, in the room, everywhere. Yes, it was a man in white clothes, but he had no face. There was a hatchet and blood on the walls. I always ran as hard as I could, so far. Lots of hands came out of the walls, but when I came to, somehow I was the one chasing the man. That's right. That woman, yesterday she touched me. It was painfully cold. Even when I woke up, my body was like ice. This... Oh Gott. Ah, okay, das war wohl die Frau mit den blauen Tattoos. Das ist wohl so die Hauptböse, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man sie als böse bezeichnen sollte. Und die weißen Männer, die haben wir auch schon kennengelernt. Der mit dem Hackebeil vor allem. Der hat uns, glaube ich, schon verfolgt. Das war der, der sich entschuldigt hat, dass er uns töten wollte. Und sagte immer weiter, dass es weitere Opfer geben wird. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, ich glaube, ich habe soweit alles getan, oder? Ich will nochmal ganz kurz rausgehen. Ich möchte diese Folge jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr zurück ins Haus des Schlafes. Weil die ist auch bald vorbei, ihr wisst ja. Ich will nochmal sehen, ob ich dieses Kriseln bekomme. Vielleicht, wenn ich runtergehe, oder? Und es regnet immer noch, hört ihr das? Es ist immer nur am Regnen hier. Trotzdem ist es aber eigentlich keine Entschuldigung, warum Ray nicht mal das Haus verlässt. Finde ich. Und der Fernseher ist auch nicht an. Es ist so totenstill in der Wohnung die ganze Zeit. Da streichelt sie doch mal. Mensch, Ray. Willst du etwa nur angeguckt werden oder willst du auch mal ein bisschen knuddeln? Ich weiß ja nicht. Die arme Katze. Die ist voll auf Knuddelentzug, auf Streichelentzug. Das merkt man bei Katzen wirklich. Wenn man die zu lange nicht streichelt, dann werden die ganz komisch. Sollte man immer mal machen. Die freuen sich. Nee, ich gehe da nicht ran. Ich krieg das Kriseln nicht. Schade. Schade, schade. Kann ich vielleicht diesen Fleck fotografieren? Aber ich meine, das bringt bestimmt auch nichts, oder? Seht das mal an. Jetzt hätte jemand irgendwas hochgeschleudert. So eine Tasse Kaffee oder sowas. Nur dass Kaffee ja eigentlich mehr braun ist als so tintenschwarz-grau. Naja. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich gehe schon mal hoch in Rays Zimmer. Werde dann auch diese Folge beenden. Wenn es euch denn gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch darauf, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich sage dann schon mal bis zum nächsten Mal mit Project Zero 3 im Haus des Schlafes.